4 Länder, 12 Tourstops, 65.000 Euro Preisgeld und über 800 Rider waren auch heuer wieder mit dabei bei der Q-Parks Tour. Ganz unter dem Motto Game of Fame waren wir 6 Monate lang unterwegs. Angefangen hier in Schladming am Dachstein mit dem O'Neill Pleasure Jam und morgen ist es dann soweit, das große Finale findet wiederum am Dachstein statt, nämlich beim O'Neill Roof Battle. Das ist, finde ich, ein sehr guter Zeitpunkt, die Saison einmal Revue passieren zu lassen. Wir haben neue Gebiete, neue Parks auf der Tour begrüßen dürfen. Wir haben kreative Setups gesehen, wo sich die Rider wirklich gebettelt haben. Wir haben sehr viele lachende Gesichter gesehen und sehr, sehr viele junge, neue, aufstrebende Talente. Und apropos junge, neue Talente, die Q-Parks Tour bietet eine perfekte Möglichkeit, sich da wirklich zu präsentieren, sich mit anderen zu messen und wirklich zu schauen, wo man eigentlich steht im Ranking. Morgen ist es dann soweit. Das große Finale der Q-Parks Tour steht am Programm O'Neill Roof Battle 2014. Legen wir Stift, Papier, Zahlen und Fakten beiseite und lassen Taten sprechen. Also, bis gleich am Dachstein. Hallo und herzlich willkommen zum großen Q-Parks Tour-Finale O'Neill Roof Battle 2014. Heute zu meiner Seite Josef Scholler, mein Co-Kommentator. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite hier am legendären Dachstein-Gletscher. Heute battlen sich die besten Freeskier und Snowboarder um 10.000 Euro und um die heiß begehrte Krone des Q-Parks Tour-Finales. Zusätzlich gibt es noch für den Gewinner der Rookie-Klasse und für die Gewinnerin der Ladies-Klassen ein Red Bull Mobile Handy Plus Vertrag zu gewinnen. Und der beste Rookie, der beste Mann und die beste Lady bei den Snowboardern bekommen eine Wildcard für das O'Neill Pleasure Jam 2014. Neben mir jetzt die Gesamtsiegerin der Q-Parks Tour Girls, Clara Dienold. Clara, der heutige Contest war ja nicht ganz so leicht aufgrund von Wind und den Wetterverhältnissen. Generell, wie hat dir der heutige Contest und vor allem auch das Setup gefallen? Also ich habe eigentlich ganz viel Spaß gehabt heute. Ich habe es immer ganz gut erwischt und aufgegangen, wie es war. Also kann ich mich nicht beschweren. So, neben mir steht jetzt der Moritz Amsüß. Er hat den Gesamtsieg der Rookies gewonnen. Wie sehr hast du bereits im Vorfeld mit dem Gesamtsieg heute gerechnet? Gar nicht eigentlich. Da hatte ich nochmal Glück. Fabian Wolfsgruber jetzt hier bei mir. Er konnte den Gesamtsieg der kompletten Tour für sich heute entscheiden. Fabian, generell das Setup und die Bedingungen, wie hat dir das heute gefallen? Ja, die Bedingungen waren nicht 1A, würde ich sagen. Aber das Setup steht wie immer gut da am Dachstein und von dem her hat es mir schon getaugt eigentlich. Jetzt hast du abgesehen von diesem Preisgeld auch die Rookie Wildcard für den O'Neill Pleasure Jam gewonnen. Wie bereitest du dich auf diesen Event vor? Mal lang Pause machen in den Ferien und bereitet man sich generell auf jeden Event vor. Ja, jetzt lassen wir einfach auf mich zukommen und mal schauen. Das wird sicher cool.
Das war das große Q-Parks Tour-Finale 2014. O'Neill Roof Battle. Sepp, hast du noch was zu sagen? Nein, lieber Felix, dem ist eigentlich absolut nichts mehr hinzuzufügen. Schön, dass ihr alle dabei wart. Und jetzt? Ja, und jetzt geht's auf die Party. Ja, am Start der Q-Parks. Vertrag für einen... für... Jetzt zu lang, es hat einfach nur so genug gesprochen. Das war's jetzt davor, ist von uns. Jetzt geht's los mit O'Neill Roof Battle 2014. Let's go!